jedenfalls herzlich willkommen zum neuen Part von Tomb Raider, nämlich Part 8. Wir müssen zu den guten alten Grimm hier oben und müssen jetzt diese Förderanlage hier benutzen. Wird sich in seiner Kletterpartie. So, ich möchte hier rauf, nämlich das Seil, was sie eh schon gesponnen haben. Das kann ich ja sicher verwenden. Genau. Mille grazie an meine Feinde, dass sie mir diese Chance schon ermöglicht haben. So. Hierauf. Zum Beispiel das hier, ne? Das musst du können. Das kannst du dich hier nicht überleben. Und ich kannte das nicht. Ich war da so schwächlich in der Schule, wie wir sowas gemacht haben. Okay, ich klette jetzt einfach mal das, was mir... Also ihr Typen, ne? Ihr seid so hartnäckige Teufel. Das gibt's so nicht. Sind schon tot, oder? Ich sehe jetzt mal keine da hinten mehr. Doch, da ist noch einer. Cooler wäre es gewesen, wenn ich ihn jetzt erwischt hätte. Boah. Tag, danke, Köpfchen. So, ich habe kein Problem damit. Den Kopf zu berühren. Wow. Der zielt ja scheiße. Oh Gott! Der da oben hat mich jetzt überrascht. Der hat mich fast gekriegt, ey. Shit. Komm her jetzt. Du nochmal. Oh, shit, der hat mich jetzt echt mal erwischt. Au. Nein, nein, nein! Gott, scheiße. Ich habe auch was für dich. Jetzt aber. Ey, das war ein Heady. Das war ein Heady. So, jetzt klappt mit dem. Was ist jetzt los mit mir? Jetzt bin ich zu hektisch, ich merke das. So, jetzt komm. Jetzt liegen wir gerade so cool da. Ach. Wow. Wow. So, jetzt nehmen wir gleich die Waffe. Und run mir. Okay, lauf, 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 lauf. Ich habe jetzt keine Angst vor euch, aber es ist ein bisschen unfair, wie ihr da steht. Oh Gott. Da ist er. Wo seid ihr jetzt? Habe ich euch schon so abgeschossen jetzt? Oh Gott, ist er. Alle Manke halten hier.
extrem viel aus und manche. Oh, bitte lass mich leben. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen, was aus Versehen hier angelangt ist. Das hat so fies so die neuen. Ich glaube, das da hinten, wo ich gegangen bin, war ein neues, ein altes Grab oder ein geheimes Grab. Huch. Jetzt wurde ich schon fast runter. Opa. Das ist fix und fertig, die Arme. Oh. Mach auf. So, lala. Oh, ich dachte jetzt, ich gehe gerade. Keine Ahnung, wohin. Ab. Okay. Genau. Wir schon auf einen dieser Seilbahnen rauf müssen, aber. Warte, das kann ich das hier sicher anziehen, ne? Aber gab's ja was. Doch nicht. Ich muss ja sicher hier rauf, weil ich muss ja da hinten zu diesem Turm. Ah, das ist geheim. Grabst du dir das? Nein, nein, nein. Lebe ich das? Okay, nein. Aber da war das geheime Grab. Habt ihr gesehen, dieser Baum mit den ganzen Leichenteilen? Ja, ich glaube, dass ich jetzt einmal auf das abspringen müsste. Das wäre jetzt nur zum Kämpfen gut gewesen. Warte, wo fahren die Bahnen hin, die was. Okay, wir fahren wieder zurück, wieder zurück. Also auf die gehe ich jetzt rauf. Mach mal so. Oh Gott. So kann man auch Gondel fahren, ne Leute? Also. Ich mag das auch immer. Bei uns gibt es auch diese Gondeln, wo wir Essen raufliefern. Und ich stehe einfach auf den drauf. Das ist voll Mainstream, Leute. Das ist in die Kabine hocken und so. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch viel cooler und viel spannender und viel, viel mehr Aussicht und frische Luft hast du nebenbei und so. Weißt du, wie schön das ist? Grim! Bist du da? Das ist alles! Zeig ihn die Züge, Laura! Mach sie fertig! Oh nein. Mama. Ich zeig's euch schon, meine Lieben. Wer meinen Grim anfasst, der hat das Todesurteil gewählt. Das Todesurteil! Hallo. Tschuhu. Oh Gott. Lass ich runterfallen, lass ich runterfallen. Oh. Ich habe nicht mal so viel Muni hier. Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Ich brauche hier keine Muni mehr. Bam. Okay, das ist die beste Taktik. Einfach in die Füße schießen und dann sie köpfen oder so. Seht ihr? Das ist einfach, ey. Okay. Wo sind deine Freunde? Was kannst du auf mich schießen? Da! Ich brauch Pfeile. Ich brauch Waffen. Ich brauch alles.
Krass, dieser Typ mit dem scheiß Dynamit. Sind sie am besten als erst töten, Digga. Gott. Sind die zwei oder was? Oh. Komm. Okay. Ja, das ist der perfekte Trick, Leute. Jetzt habe ich irgendwie einen Trick gefunden, wie ich euch diese ohne Shotgun töten kann. Weil es ist, sagen wir so, mal leichter, wie soll ich sagen, mal leichter, Leute einfach so einen Fuß zu schießen an seinen Kopf. Linie. Muss ich in den Kopf schießen? Da wollte es nicht anders, tut mir leid. Das ist ein Dynamit-Heini. Ist tot. Oh Gott, die zielen aber auch verdammt gut, Dynamit-Heinis. Gott. Kann ich da so rüber? Nee. Von da hier aus? Nee. Komme ich denn dann rüber? Okay, noch nicht. Also. Was ich nicht verstehe, warum hat die gute Lara nicht geschossen? Tut mir leid, aber verstand ich jetzt wirklich nicht. Sie hätte ja erschießen können, oder? Nicht? Sie hat auch doch gezielt auf den Typen und so. Und dann hat sie nicht abgedrückt. Ja. Die bleiben hängen. Nein, du sollst drauf gehen, nicht drauf zurück. Ich glaube halt, du musst drauf. Das ist halt eher ein Weg, glaube ich, als den Weg, was wir jetzt hier haben. Hier ist nämlich Endstation. Meine Liebe. Seht ihr, ich wäre gleich auf die andere Seite gegangen. Hätte den guten Alten gerettet, aber Lara bleibt auf der anderen Seite stehen. Oh Gott. Tja. Oh, X. Oh. Ich hab die. Oh, nice. Scheiße. Ich geb dir Feuerschutz. Du musst nach oben klettern. Gott sei Dank. Roth. Ja? Grimm ist gut. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara.
Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay, dann trinken wir später auf ihn, Magnus. Ein Glas. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole den Helm und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Pilot, Ross. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Ob das denn so eine gute Idee ist? Wir wissen ja, was passiert ist beim letzten Mal, oder? Wo uns jemand retten wollte. Und jetzt wieder? Ich weiß nicht, ob ich die Gefahr bringen würde. Ja, beschützt er uns jetzt oder gibt er jetzt ein Signalfeuer? Nur mal so eine Frage. Ups. Diese Brücke ist zwar sehr schön, aber schon sehr sommerrode. Leicht einstürzgefährdet. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Unter der Brücke? Das heißt, wenn ich sterbe wegen Schüssen, so, dann kann ich ihnen Schuld geben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Ah, let's go. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Die Feinde hast du im Visier, hast du mich im Visier? Das ist meine Frage. Gott. Helfen kannst du mir trotzdem nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist... Keine Sorge, falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Onisen, wenn sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Oh, shit. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Die Outsider, ich finde das irgendwie so einen coolen Namen für mich. Halt, nicht bewegen. Sie sehen. Weißt du, er sagt das auch relativ spät, ne? Nicht bewegen und ich habe schon einen Sprung angesetzt. Aber warum bleibst du denn so hocken, Lara? Warum gehst du nicht gleich weiter? Er ist echt ein guter Scharfschütze, muss man ihn mal lassen. Ne? Halt, warte, warte. Ja. Jetzt warte ich hier. Bam. Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Oh shit. Oh Gott. Du bist echt ein guter Schütze, ey. Shit. Ja, ich glaub... Die ganze marode Sache hier will sowieso einstürzen, deswegen... Hau ich jetzt ab. Oh Gott. Okay,
Kletter doch hoch, Mädel. Was ist denn mit dir? Zack. Zack. So, warum sind es so viele? Davor waren auch 20 Soldaten oben und du hast sie abgeschossen. Ich geh jetzt rein. Bist wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ross. Und ich komm zurück. Versprochen. Halte nicht das, Lara, was du nicht versprechen kannst. Ich sag's dir nur. Da will ich zum Beispiel Panik kriegen, ey. So nah an meinen Hals und alles und boah. Ne. Finde die Flammeneffekte da so cool, an die Wand zu gehen. So. Haben wir es gleich geschafft. Wie sie immer in diesen Höhlen solche Kerzen machen. Das ist so bei Skyrim, habe ich das immer gesagt. Kaverneneingang. Das ist diese Göttin. Von der sie irgendwie alle besessen sind hier. Oh, nice. Weiß auch nicht gerade, was das war, aber egal. So. Ich habe eben überall diese Kerzen und so, ne? Okay, das sind Feinde da. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Ich sehe keine Leiche. Sturz wird sie nicht überlebt haben.
prüfen lassen. Dann wir runter. Ja, jetzt haben wir eigentlich gesehen, was mit Sam los ist. Sie vermuten nämlich, oder sie haben jetzt eine Gewissheit, wie sie halt sagen, dass Sam diese Sonnengöttin ist. Man hat ja gesehen, sie wurde verbrennt, aber sie wurde beschützt halt dann. Ja, jetzt müssen wir, jetzt heißt Sam ist mal quasi seine Sicherheit, aber sie wird halt als Sonnengöttin gehalten, was gleich auch keine gute Sache ist. Das finde ich irgendwie cool, weil meistens sind diese Hauptcharaktere, ne, so besondere Figuren, voller triefen Blut. Und jetzt ist mal so ein Nebencharakter, so eine Freundin, die eine Person. Sonst ist immer so der Hauptcharakter, was die Person, die was alle suchen und die kämpfen und überleben. Wie ist es jetzt darum, dass wir sie beschützen, die Sam? Mal schauen. Ja, wir haben nur Pfeil und Bogen, ne? Wow. Tja, ich glaube nicht, dass es Gas gut ist. Ja, und wo sollen wir weitergehen? Feuerzeug hast du sicher auch keins, oh doch. Wir sind gerade in so eine Blutlarche rein. Es muss auch ekelhaft sein. Aber ich fand es so cool, wie sie so schaut noch. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Dann? Okay, tschüss. ja. Okay. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Meine Fackel? Aber es wird eine Riesenexplosion geben, nicht? Da wissen sie natürlich, dass wir wieder back sind, ne, in the life. Oh shit. Okay, jetzt bin ich gerade nämlich mit dem Fackel reingelaufen, deswegen. Oh Gott. Das ist mal Ruhe von diesem Gas hier. Die Grube. So. Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Mhm. Naja, irgendwie hat er ja recht, ne? Weil wir haben so viel Versuchungen schon gemacht, hier aufzuhauen. Und immer hat uns irgendwas abgehalten. Warte mal, ich habe jetzt so viele, ich habe so viele Dokumente jetzt gefunden. Ne? Nein, nicht Fähigkeiten. Dokumente. Ich weiß nicht, ob ich das alles nicht schon durchgelesen habe. Okay, müssen wir das nächste Mal an, wenn wir das nächste finden. Sag mal, wäre ich gut, wenn ich mich mal reinwaschen würde. Ah. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit. Ich lese das selber, weil sonst ist es ziemlich langweilig. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie immer gehorchen und glauben. Die Intuition in der Bruderschaft ist brutal. Wir müssen die Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten. Oh Gott, ich habe mich doch falsch entschieden. Rekruten werden in der Tiefe der Höhle geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Leben kämpfen. Überlebt wird wieder rausgenommen, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für eine Macht Matthias Verbindung hat und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Sonne runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass die Angesicht unseres Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, warum macht es dir dann? Wenn ihr euch alle gegen den Matthias stellen würdet, dann würdet ihr doch alle heil sein, aber nö. Einfach den einfachsten Weg in den Leben gehen, ne? So viel Zappel. Und auf einen raschen Tod hoffen.
Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Was sind denn das für Wesen? Was sind denn das für Wesen? Das sieht nicht nach menschlichen aus. Aber Leute, das ist ein guter Schluss, nämlich ich glaube, dass wir zu diesen guten, netten Leuten hier unten müssen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden mal diese Aufnahme. Machen das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, gehen wir dem weiteren Abenteuer weiter. Was passiert mit Sam? Ist sie die Xenon-Göttin und war es nun gerade ein Zufall? Kommen wir von dieser Insel? Das seht ihr im nächsten Teil. Ich sage nur Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, alles ist gut, solange Banane sein.